So, ist das jetzt hier vielleicht die letzte Höhle gewesen? Von dieser Höhle? Könnte es. Ja, das ist er. Die letzte. Die letzte Instanz. Die letzte Instanz ist das hier. So. Perfekt. Gut. Die stand ein bisschen falsch rum, aber ist ja auch egal. So, hier haben wir noch einen Knochenhaufen. Hallo. Oh, ja, ein Gesundheitstrank. Na, danke schön. So, und da haben wir auch noch einen Knochenhaufen. Und, na, bitteschön. Einen göttlichen Energietrank. Super, danke. Okay, weiter im Wald erahnen. Na, wer kann denn das erahnen? Okay. Lalalala. Also eine Sache wurde mich bei Hikates Sichel, ja, weil ich jetzt gerade nochmal so aufs Mana geschielt habe, nur stören. Wenn wir jetzt bei unserem Amulett die Hikates Sichel entfernen würden. Ich glaube, das Ding hat doch hier auch prozentual, ja, plus 18% Energie. Das würde uns dann verlustig werden. Also das wollen wir dann verlieren. Das ging uns dann verlustig und das finde ich nicht so schön. Ja. Wenn wir dann noch weniger Energie hätten als das, was wir jetzt eh schon hätten. Also es ist. Wir brauchen man bräuchte halt wirklich einen schönen Pool, Mana, den man so halt ein Tausender. Tausender ist nur ein schöner Pool, muss ich so sagen. Würde ich mal behaupten. Und dann damit kann man halt. Den kann man ja immer wieder füllen mit Mana trinken. Das ist ja jetzt nicht so, als ob man da so geizig und mit umgehen muss, weil ja so Mana-Trank eine Mille kostet. Also. Das ist vertretbar, kann man machen. Und da kann man halt den Rest in Schaden pumpen, wirklich die Schadensoptimierung vornehmen. Weil ich gerade überlegt habe, hey komm, Meltas, legst du los, haust du da nochmal das Amulett da raus? Nimmst du da nochmal das Amulett raus? Hier, also beziehungsweise trennst du das da nochmal voneinander und baust dir dann diesen Raptorzahn um drauf. Bevor du dann gegen Taken in die Schlacht ziehst. Ja, okay. Das wäre eigentlich eine coole Maßnahme. Dann wollen wir nämlich noch mehr Damage drücken. Aber ob es wirklich was bringt, weiß ich auch nicht. So, und da würde ich einfach nochmal gucken, ob es vielleicht dann auch sowas gibt, wo du dann nochmal prozentual den Schaden erhöhst. Bevor du dann halt dich dort für dieses 0815 Artefakt, was wir jetzt, oder Relikt, was wir da momentan gefunden hatten, gleich entscheidest und sagst, ja komm, das packen wir da einfach mal drauf, fertig ist. Ja, aber das sträubt mich jetzt gerade ein bisschen innerlich auch schon dagegen. Deswegen, ich werde erstmal meine Hausaufgaben machen, gucken, was bringt uns das denn überhaupt und kann man da nicht was Besseres noch nehmen? Gibt es da nicht was Besseres? Für weniger? Ja, so wie bei Artemis Bogen sehen, da hätte ich niemals gedacht, dass das Ding so reinhaut, ja? Also, dass du da nochmal den Durchschlagschaden erhöhst. So, hier komm, stirb. Und dann nochmal die Angriffsgeschwindigkeit. Also auch nochmal so extrem. Famos. Schockschwere Not, sage ich da. Boah, ich hoffe, das ist jetzt hier der letzte, das letzte Abteil gewesen. Ich bezweifle es aber. Ich glaube, es geht jetzt eigentlich gleich noch weiter nach Süden und dann wieder nach Norden. Ging es jetzt nur noch nach Norden? Fände ich auch nicht verkehrt. So. Na bitte. Na bitte, na bitte, na bitte. Also es geht anscheinend doch nur noch nach Norden. Ja, und der scheiß Magier ist gleich gefallen. So sollte es sein. Na bitte. Hier. Na, jetzt habe ich einen Lauf. Einen kleinen Lauf, aber es ist immerhin ein Lauf. Oh, gut. Ja,
genau, da, die Stelle. Die Stelle, das ist so eine einprägsame Stelle. Ja, richtig. Dann geht es nämlich gleich nochmal nach rechts zu einem etwas kleineren Tal und dann hat man da die Teleporterplatte und dann auch den Eingang zu dem Berg. Ach ja, wie geil. Super. Dass wir jetzt schon hier sind, finde ich sehr cool. Sehr cool. Nämlich dann kann ich das wirklich noch in diese Aufnahme mit reinquetschen. Je nachdem, wie oft ich da an dem Take-in zerren muss. Ja. Vielleicht werden wir es dann gleich First Try schaffen. Vielleicht werden wir es natürlich auch Second Try schaffen. Ich hoffe natürlich First Try. Und dann je nachdem, wie lange wir benötigen, werde ich dann vielleicht noch den Titan besiegen oder halt doch nicht. Mal gucken. Mal gucken. So. Ach ja, okay, das Gebiet heißt, hätten wir soweit. Also bei dieser Puzzle-Taktik ist immer noch so eine Sache, ja. Du siehst ja schon relativ viele Gegner. Wenn du die alle tötest, dann merkst du eigentlich auch schon, dass du mit dieser Puzzle-Taktik eigentlich das Gebiet schon so gut wie gesäubert hast. Ja, also, das war jetzt eigentlich alles, ja, von diesem Gebiet. Hat man schon alles eigentlich gesäubert. Coole Sache. So. Nee, hier muss man aufpassen. Von der rechten Seite kommen die Monster auch gerne mal einfach angestürmt. Okay, sind wir denen einfach mal zuvor gekommen, wa? Weil wir gerade gestürmt sind. Mit unserem Horn. Oh. Na bitte, so. Und da haben wir noch einen Gesundheitstank, da haben wir noch einen Gesundheitstank. So, super. Ein paar Energietränke wären jetzt auch nicht mehr so verkehrt, weil knapp 50 Energietränke haben wir momentan noch. So, okay. Aber schade. Apollons Krümmung haben wir nach wie vor nicht. Also, man sagt ja bekanntlich, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch auf den letzten 12 Metern hier Apollons Krümmung finden, damit ich euch den Glitch zeigen kann. Den Jäger-Glitch. Hätte ich natürlich sehr genossen, aber vielleicht mache ich da noch mal so ein Special. Hatte ich eigentlich auch schon mal vor, oder besser gesagt in Planung. Ich weiß dann bloß nicht, wie ich das am besten gestalte. Wahrscheinlich mit irgendwelcher so eine schöne dümmliche Musik im Hintergrund. Und dann mache ich einfach mal hier so eine Darstellung, wie ich ganz viele Take-Ine und ganz viele Bosse schnellstmöglich lege, so mit Zeitangabe. Oh Gott, warte mal, ich muss mich mal kurz kratzen, so. Also hier in der Aktion. Ich hau einfach mal unser Horn rein, weil was nützt es uns denn? Ja. Es nützt uns gar nichts. Es nützt uns gar nichts. Das dachte ich mir schon. Ach ja. Das ist eigentlich die einzige Begründung, wieso ich den Berg so sagenhaft hasse. Weil man hier Sonnenlicht nicht sieht, nee, weil einfach die Gegner zu behindert sind mit ihrer Scheiße. Ach ja. Nun gut. Ein weiteres Mal gestorben. Ein weiteres Mal gestorben. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie man da am besten agieren sollte, ja, weil ich kann da nicht agieren. Das ist nun mal so. Also da hat man echt als Bogenschütze keine Möglichkeit, keine Schnitte. Außer zu laufen und zu hoffen, dass die einen endlich mal in Ruhe lassen.
So, ich bin jetzt mal auf dem anderen Bogen geswitcht. In der Hoffnung, dass wir mit einer höheren Angriffsgeschwindigkeit auch mehr Durchschlagschaden machen. Also halt Kollateralschaden, mit dem wir die Gegner leichter auseinanderballern können, wenn wir da einfach mal so in die Gruppe reinballern. Ja, das ist hiermit der schwierigste Teil. Erst nochmal zu dem Boss zu gelangen und dann halt den Boss einfach mal tot zu niesen, das ist natürlich ein leichtes. Kriegt eigentlich jeder hin. So. Und zack, 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 zack. Hätten wir auch. So, Untote vernichtet. Ja. Es gibt hier drei Etagen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die wir durchlaufen müssen. So, bevor man in der Boss-Stage ist, zähle ich jetzt nicht extra. So, okay. Die Ratten sind echt das Angenehmste. Ach ja, ich glaube, wir haben dann nur noch eine Stage dann wirklich mit diesen Dragonern. Das ist dann halt die nächste. So, und die dann kommt, das ist halt eine mit sehr vielen Skeletten und Monstern, die Feuer und so einen Scheiß schießen. Also diese kleinen Feen-Dinger da, diese, ja, boah, wie soll ich sagen, die Feuerfeen, genau, Feuerfeen heißen die ja richtig. Feuerdämonen. Hätten wir? Den hätten wir, so. Maragonitruhe. Okay. Jetzt sind hier wieder ein paar Zombies mit dabei. So, komm hier. Go, go. So, das Interessante ist jetzt bei unserer DPS, beziehungsweise bei der Angriffsgeschwindigkeit, dass in der DPS es nicht enthalten ist, wie viel Projektilschaden wir dann durch diese Schrapnelle machen. So, weil eigentlich müsste man ja dann auch das mit einkalkulieren, von wegen, wie viel AOE-Damage man ja auch noch machen könnte. Rein theoretisch. Da haben wir nochmal Toots Room. Denn umso öfter man schießt, umso mehr AOE-Schaden macht man ja. Sonst macht man ja nur einen Schuss und dann kommt halt diese Dingens, wo wir jetzt eigentlich zwei Schüsse machen. Also somit kommen die Schrapnelle viel öfter vor und somit kann man ja viel, viel, viel öfter so einen verheerenden Schaden provozieren. So, aber nach wie vor haben wir immer noch das Problem, im Raum zu stehen, dass wir gegen diese Dragoner echt machtlos sind. So. Also zumindest, wenn sie auf uns einstürmen und ja, uns mit hier über City und Roman befragen wollen. Oder wie heißt der hier, der Messias da, der komische Typ da. Zeugen Jehovas. Ach so, so hießen sie. Zeugen Jehovas. Wollen Sie mit mir über Jesus reden? Und was sind das, die gleichen? Auf alle Fälle so eine Kirchenheinis. Ihr wisst, welche ich meine. Die dann mit der Bibel bei euch an der Tür klingeln und sagen, wollen Sie mit mir über Jesus reden? Ja, erzähl mal. Sie erzählen, ich höre zu. Die sollte man mal so ins Seniorenheim schicken, wa? Da können sie die Leute zulabern.
Ach so, hier, Achtung, Feuerviecher. Ich glaube, die kommt sogar noch mal raus hier. Ja. Da spawnt sie. Ach, dass man da auch nicht laufen kann. Ja, das ist... Also ich glaube, hier kann ich nochmal meinen Death-Counter so richtig schön hochholen, ja. Also das lohnt sich so richtig hier in diesem Gebiet. Bei wie vielen Toten bin ich? Super, 53. Na super. Genauso wollte ich das sehen. Ja, aber das ist halt echt zu nervend aufreibend, ja. So nervenaufreibend, weil es ist halt einfach nur wirklich nervend. Es ist nach wie vor einfach nur nervend, weil die Kreaturen, die kannst du nicht aus der Distanz killen, sondern du musst da wirklich irgendwas vorschicken. Ja, du bräuchtest einen Tank und das kannst du, kann entweder hier dieser komische Sturmimbus, dieser Wisp oder wie das Ding auch mal heißt, da von dem Sturmtypen sein. Oder irgendein anderer Spieler oder sonst irgendwas. Ja, wenn du da nämlich vorrennst, bist du auch des Todes. Das ist halt einfach, da beißt die Katze in den Schwanz, ja. Das macht dann einfach keinen wirklichen Spaß. So, zum Glück laufe ich jetzt da nicht weiter. Hier kommen nämlich auch noch mal welche, aber das ist mir jetzt ist einfach nicht wert. Einfach nicht wert. So. So, jetzt gehe ich einfach mal auf den Bogen. Wo war... Ach scheiße, ich habe die Map einfach noch nicht erkundet. So, komm, tasten wir uns nach vorne. Okay, das hätten wir. So, okay, dann habe ich das da oben auch erkundet und jetzt noch hier unten. Na, die gehen ja noch hier, so. Okay, weil solange wie man sich da ganz leicht vortastet und die dann alle so gleich sofort unmittelbar tötet, dann geht das. Jetzt sind wir in der Obsidian-Halle. So, komm. Gib auf, Junge. Okay. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir... Oh, Kuss der Jungfrau. Dass wir eigentlich jetzt hier so relativ flink durch sind. Aber so ohne weiteres geht das dann hier da anscheinend doch nicht. Ich dachte, das ist kürzer, das Gebiet. Oh. Ja. Das ist, ja, sehr schön gewesen. Einfach beständig stehen bleiben. Einfach beständig stehen bleiben. So. Gut. So. Jetzt haben wir da drüben noch mal ein paar Dragoner. Die uns natürlich richtig am Arsch lecken können. Oh oh, da kommen sie schon. Wieso? Wir schießen auf die, aber die kriegen keinen Damage. Was ist denn da los? Das ist doch nicht im Sinne des Erfinders. Wie, was ich jetzt einfach für eine erhöhte Projektilgeschwindigkeit machen würde. Okay. Dann eben nicht.
Aber wenn da drei Typen gleichzeitig auf einen einstürmen, dann ist man des Todes. Gott, das war knapp! Alter! Ich habe eigentlich schon wieder die Engel hören, Engel singen hören, ja, also es ist unglaublich. Oh, ein Zombieheld. So sehen Zombiehelden aus, Freunde. Also sollte euch mal jemand fragen, wie sieht denn ein Zombieheld aus? Jetzt könnt ihr sagen, so sieht ein Zombieheld aus. Der hat auch einfach mal einen Energietrank dabei und eine gelbe Rüstung. Also ist jetzt nicht so total equipped, aber immerhin, ja, immerhin, er hat was. Außer die Pest. So, erstmal am Ohr kratzen, Freunde. So, okay, weiter geht's. Gott sei gedankt. Praise the Sun! Muss ich einfach mal reinbrüllen, ja, weil es gehört mit dazu. Wenn wir schon nicht glauben, dann wollen wir natürlich einfach mal uns eine eigene Religion zusammenknallen, ja. Aus verschiedenen Videospielen, Adonos, ne? Möge uns schützen. Möge uns das Wasser von Adonos reinigen. Und stets auf der Welle der Ausgeglichenheit uns nach Hause tragen. So. Oh, da ist ja noch einer. Hallo? So. Okay. Ornamentur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe so ein Bauchkrummeln. Ich weiß bloß nicht, ob das hiervon kommt oder weil ich vorhin was vor der Rums gegessen habe. Wahrscheinlich beides. Von bisschen, von beim ein bisschen, ja. Aber wie wir die einfach mal mit einem Schuss töten können. Oh Gott. Das ist doch schon wieder hier, ganz klar. So. Also in solchen Fällen, da hofft man eigentlich wirklich auf diesen Ankh der Isis, ja, damit man da halt nochmal so ein Instant Heal hat. Instant voll hier mit atemberaubender ja, Leben-Start-Stopp-Automatik. Das kann doch nicht heilig sein hier. Ey, was halten die denn aus? Die haben wahrscheinlich geschossen auszuweichen, eine Prozentzahl von 50.000%, ja. Sagen wir mal 70%. Chance, geschossen auszuweichen, weil das kann doch nicht angehen hier. Die ganze Zeit nicht getroffen haben. Ich renne jetzt erstmal hier nach unten, weil da ist gleich ein Brunnen und sollten wir nämlich sterben, dann können wir hier gleich beim Brunnen wieder respawnen. Und das ist unter anderem auch der Brunnen, von dem man halt auch diese Taking Runs und alles machen kann. Ja. Und wir wandern erstmal nach wie vor hier weiter. Okay, wenn das zwei sind, dann ist das immer noch in Ordnung, wenn die dieselben Aktionen gerade ausführen, erst recht. Aber ernsthaft. So an sich ist das schon eine scheiß Aktion hier. Komm.
Okay, also so viel Rüstung haben sie anscheinend dann doch nicht. Okay, also sie sind auch schwerfällig von den Aktionen her. Es ist machbar, aber es ist halt nervend. Das ist jetzt hier nicht einfach irgendwie wegsnacke von den Typis. Man muss sie halt auch treffen. So. Okay. Was haben wir hier? Ein Stab. Ein Speer. Ein Speer war das ja sogar. Und hier? Ne, haben wir nichts Neues. Ach Gott sei Dank. So, ich glaube, das waren die letzten jetzt erstmal hier unten in dieser Scheißhöhle. Die letzten Muikana. Hoffe ich zumindest. Okay. Und jetzt geht's hier nach unten weiter. Und hier unten, da wollen wir natürlich auch einfach mal ja, unsere Legende ein wenig ausklingen lassen. Zumindest in diesem normalen Modus. Bogen von Herakles. Wahrscheinlichkeit für plus 349% Schaden, plus 42% Durchschlagschaden, 246 bis 300 Giftschaden für 6 Sekunden, 15% Wahrscheinlichkeit für bla. Ach, Kackies. Aber er erhöht erst einmal vornehmlich unsere DPS, was ich sehr begrüße. Ja. Sehr schön. Ja, okay. Er erhöht nach wie vor unsere DPS ein wenig. Und das sogar in dem Bereich. Also jetzt nicht Schaden pro Sekunde, von wegen, dass er jetzt noch schneller schießt. Nein, er schießt jetzt langsamer, aber dafür brauchen wir dann auch dementsprechend weniger Mana, aber wir machen mehr Schaden. Wie ich mich an diese Magier noch erinnern kann, das ist sehr schön. So. Komm. Komm zu Papa. Komm zu Papa. What? Alter, ich habe jetzt echt gerade so gedacht bei Herakles Bogen, ja, dass das dann hier zumindest, keine Ahnung, so 70% Geschossgeschwindigkeit noch mitbringt, weil das hat ungefähr jeder legendäre Bogen, ja, wo du dann da nochmal die Projektilgeschwindigkeit noch erhöhst, aber da, genau das hat er jetzt nicht. Oh oh. Willst du mich rollen? Ja? Willst du mich verflucht nochmal rollen? Wieso machen wir keinen verfluchten Damage bei dem?